Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Aston Martin an der Badenerstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts. Roger gegen Markus an dem 20. Juni. Wir reden über den Brexit und was auf uns zukommt. Das Medienkonzept vom Bundesrat. Und ist Russland wirklich ein Schurkenstaat? Also, wir haben jetzt erlebt, was passiert ist letzte Woche. Nämlich das Attentat gegen die Joe Cox. Und jetzt hat man gesagt, das ist etwas, was in England überhaupt noch nie passiert ist. Das Land ist unter Schock. Aber die Frage ist, was hat das für Auswirkungen? Die Auswirkungen, die werden jetzt diskutiert. Auch wenn man jetzt 2-3 Tage den Wahlkampf ausgesetzt hat, dass solche Ereignisse bei so epochalen Entscheidungen so eine Wirkung können. Ist schon erschreckend, oder? Gut, das sehen wir jetzt am Donnerstag. Oder? Also, man kann es ja dann nachher nie belegen. Aber ich bin nicht so sicher, dass das wirklich nachher eine Auswirkung wird haben, weil letztlich, eben, du sagst es selber, es ist ein epochaler Entscheid. Und die Leute sind auch so, dass sie das können unterscheiden können. Sie wissen auch, das ist jetzt ein ganz schlimmes Attentat. Wie stark es politisch war, das weiss man zwar, was er sagt, aber er ist ein Rechtsextrem. Ja, natürlich, aber ich meine, das ist auch ein Spinner. Also, es ist beides, oder? Es ist ein ähnlich der Täter von Orlando. Es ist auch ein Spinner. Es ist beides. Aber es heisst ja, dass das immer die Leute beeinflusst. Das ist der Punkt. Ja. Ich glaube nicht, dass das also, die Leute beeinflusst. Die ersten Umfragen zeigen, dass das sie ändern jetzt wieder gegen. Ja, aber es war schon vorher so gewesen. Ja, aber jetzt vermehrt. Aber die Frage ist ja, und das ist ja, was erschreckend ist in England, oder viele Leute dort erschreckt, dass das politische Klima, die Diskussion so verschärft worden ist in einer Form, wie man es im sehr zivilisierten England bisher nicht kennt. In Amerika ist es ein bisschen anders. Und dass das natürlich dann gewisse Leute dazu bringt, eben nicht nur zu reden, sondern zu Taten, oder? Er hat gesagt, er sei gegen Verräter, oder? Sie ist als Verräter angelangt. Das sind Worte, die man in der Schweiz sogar schon gehört hat. Dass solche Worte eben können Leute verwirren und vergiften. Das glaube ich nicht. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das ein Zusammenhang ist. Erstens muss ich sagen, ich habe ja die Brexit-Debatte jetzt auch beobachtet, bin selber auch zweimal zu England gewesen. Also das ist nicht wahnsinnig hässlich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass man nicht in der Politik langsam wirklich zu so Gouvernanten und Mädchenpensionat Vertreter werden. In der Politik ist es immer hart gewesen, es geht um etwas, man tut sich teilweise gegenseitig auch angreifen. Das finde ich ist auch normal und es ist ein fundamentaler Unterschied. So ein Attentat, das ist absolut unerträglich und das hat nichts zu tun mit der politischen Kultur von einem Land. Was willst du hören? Nein, du bist jetzt einfach anderer Meinung, ich bin dieser Meinung. Die Engländer sind schockiert, nimm doch das zur Kenntnis. Nein, die Journalisten sind schockiert. Ach komm, hör. Natürlich ist man schockiert, wenn so etwas passiert, hoffentlich. Und das sind ja alle schockiert. Und ich meine, man sieht ja auch wieder die reife politische Kultur von England, sieht man ja auch daran, wie stark sofort der Konsens nachher war, jetzt hören wir auf, jetzt ist Ruhe, jetzt tun wir 3 Tage nichts machen. Alle sind sich einig in der Verurteilung von dem Attentat. Überhaupt, ich meine, wenn du das vergleichst mit den Folgen von Orlando, wo ich ja übrigens auch ein Land finde, wo eine sehr reife Demokratie hat, muss ich sagen, die Engländer haben auch da sehr zivilisiert reagiert. Und einfach, ich meine, schau mal, Roger, wenn wir so weit kommen, dass wir nicht mehr dürfen, unsere Meinung uns gegenseitig sagen und das teilweise auch leidenschaftlich, sondern jedes Mal dann müssen hören, ja, wenn dann irgendein Spinner irgendeine Torte rührt, bin ich dann schuld, das finde ich ein Fehler. Das glaube ich, dass du das natürlich nicht hören willst, weil du genau in diesem Bereich natürlich. Nein. In ganz vielen Fragen bist du viel härter unterwegs als ich. Nein, also, ich tue nichts entschuldigen. Nein, das ist ein riesen Unterschied. Du machst eine Kausalität, die ich bestritte. Ich sage viele Leute. Ich habe nicht gesagt, das ist etwas Gutes, das Attentat. Ich finde es eine Katastrophe. Nein. Ich finde es eine Katastrophe, das Attentat. Aber ich bin absolut dagegen, dass man sagt, ja, das ist jetzt offensichtlich klar die politische Kultur. Das ist doch genau der gleiche Fehler von den Leuten, die sagen, alle Muslime haben irgendwie ein Gewaltproblem, deshalb der in Orlando. Das ist nicht der Fall. Das sage ich nicht. Aber haben wir nicht ein anderes Phänomen, das Rechtsextreme auch vor allem auf Frauen losgehen? Auf Frauen, die eher links sind. Wir haben das vor einiger Zeit in Amerika. Gabrielle Cliffords, das war eine demokratische Kongressabgeordnete. Wir haben es letztes Jahr gehabt, Henriette Reker, Bürgermeisterkandidatin in Köln. Und jetzt auch noch die Joe Cox. Dass eben, also so Rechtsextreme natürlich ihre
was soll ich sagen, ihren Hang gegen Frauen oder ihren Frauenhass, vor allem gegen linke Frauen, auf die Art und Weise ausleben. Ich verstehe nicht, warum du die Obsession mit den Rechtsextremen. Ja, ich meine, du redest ja nie so, wenn es um die Islamisten geht, redest du nie so, wo offensichtlich ist, wo das Programm so ist, dass man gegen Frauen ist und wo eine viel grössere Bewegung ist, eine weltweite Bewegung ist, die sogar Krieg führt im Nahen Osten. Und dann kommen die Rechtsextremen. Ja, das sind aber enorme Ausnahmen. Ich meine, du hast es selber vorher gesagt, in England ist das noch nie vorgekommen. Ja. In der Schweiz ist es noch nie vorgekommen. Es kommt extrem selten vor. Nein. Das macht die Tat nicht besser, aber es ist kein politisches Phänomen, wo man wahnsinnig sich Sorgen macht. Da reden wir doch aber über Orlando und die Haltung von Donald Trump, der ja dann jubiliert hat. Er hat gesagt, I told you so. Ich wollte nicht Gratulationen entgegennehmen von dem Ganzen. Und dann unter anderem der Barack Obama nicht nur verantwortlich gemacht hat für den Anschlag, er ist schuld, sondern ihm eigentlich noch unterstellt hat, er hätte Sympathien für Terroristen. Wie findest denn du das? Ist das noch eine rhetorische Frage, wie ich das finde? Ja? Nein, ich finde, der Obama tut sich ganz sicher keinen Gefallen, dass er sich so schwer tut mit der Benennung von dem Terrorismus. Es ist ganz völlig klar, man könnte ja auch auf Englisch sagen, es ist islamistischer Terror. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass der Obama, der einen Vater hatte, der muslimisch war, dass er nicht gerne von Radical Islam redet. Das verstehe ich. Ich würde auch nicht gerne von Radical Christianity reden und so weiter. Aber man kann ja zum Beispiel das Wort Islamismus einmal ins Maul nehmen. Er tut die wirklich nie bezeichnen. Er wäre der Erste, der genau gleich wie du sofort würde sagen, das ist ein Rechtsextremer, er tut dort auch sofort bezeichnen. Aber jedes Mal, wenn die Islamisten zuschlagen, hat Obama eine Art von Verschwiegenheit oder Schwerfälligkeit, die natürlich Kritik einlässt. Also, erstens mal muss man sagen, bisher, seit 9-11, wo unter George Bush passiert ist, organisierter Terror, unterstützt auch von Saudi-Arabien, hat es keinen Anschlag gegeben in Amerika von einer islamistischen Organisation. Keinen einzigen. Also von einer Organisation, aber es hat islamistische Anschläge gegeben. Es hat Leute gegeben, die Lone Wolves, meistens Amerikaner, die eben zum Teil auch, wie du vorher da irgendwie erwähnt hast, psychologische Probleme haben. Man ist jetzt noch am Aufklären, der Mann in Orlando, was der für Probleme hat, ist eben einer gewesen, der am gleichen Ort geboren worden ist wie Donald Trump in Queens, in New York etc. Und gegen die anzutreten, ist am schwierigsten. Und jetzt ist sogar der Donald Trump, wir haben ja letzte Woche über Waffen geredet, jetzt ist sogar der Donald Trump irgendwie zurückkrebs und gesagt, ja, man muss schon schauen, wenn man Waffen dort verkaufen. Weil es gibt das Second Amendment, dass man eben Waffen darf verkaufen, alle, die einigermaßen nicht kriminell sind. Und jetzt hat der Donald Trump gemerkt, vor allem die ganz gewaltigen und gefährlichen halbautomatischen Waffen, die sollte man nicht einfach allen Leuten verkaufen. Und du hast ja das gestern oder das letzte Mal einfach abgestritten, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Ja, ich bin absolut dieser Meinung. Ja. Nach wie vor. Ich muss ja nicht überall gleicher Meinung sein wie Donald Trump. Oder? Ja, genau, aber dort ist er gescheiden worden. Ja, du das ist, dann kannst du ja Donald Trump mal loben. Nein, schau mal, der Punkt ist völlig klar. Und ich bin auch, ich meine, auch in der Schweiz bin ich ja nicht dafür, dass man kann Maschinengewehr und so weiter kaufen. Das ist nicht Diskussion. Was fötige Waffen, dass nachher man kann kaufen oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da bin ich auch einer dafür, dass man vernünftig ist. Das heisst, extrem gefährliche Waffen, vollautomatische Waffen, halbautomatische Waffen würde ich auch verbieten. Ich habe das letzte Mal nur betont, einen, der zweimal bei der FBI gecheckt worden ist, ein Background-Check, und trotzdem kann nachher legal Waffen kaufen. Da ist ein Problem, das du nicht mit Gesetz lösen kannst. Ist einfach so. Und solche Leute kannst du mit Gesetz nicht davon abhalten, dass sie solche Taten vollbringen. Und was ist dann deine Schlussfolgerung? Ja, dass du damit musst rechnen, dass ab und zu solche extreme Attacken gibt. Also, und Donald Trump sagt, Schuld ist der Präsident. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert. Er hat gesagt, Schuld ist der Präsident. Er hat gesagt, er ist schuld. Und das finde ich auch. Ich finde es komisch, dass Obama sich so schwer tut, wenn es um den Kampf gegen den Islamismus geht, einfach mal zu sagen, Islamismus ist ein Problem. Er hat erklärt, wenn er die Islamisten auf die gleiche Ebene hebt, dass er eine Art Krieg macht mit Islam oder mit IS, dann denken die in eine ganz andere Dimension. Dann hätte er auch nicht gesagt, wir kämpfen gegen die Nazis, weil er sich nicht hätte wollen auf die gleiche Ebene. Das ist doch Spiegelfechterei. Amerikaner rühren jeden Tag Bomben ab. Ohne Wirkung. Hör doch auf. ISIS hat immer noch... Hey, ich meine, das war ja ganz peinlich, gewesen, dass Obama sagt, ISIS ist kein Problem mehr. Hat er übrigens die ganze Zeit gesagt, die letzten zwei Jahre. Nachher muss ein paar Tage später sogar sein eigenes CIA
Parteidirektor sagt, das ist nicht wahr, ISIS ist nach wie vor im Vormarsch. Hey, also, was der Obama außenpolitisch angerichtet hat im Nahen Osten, da werden wir in 30, 40, 50 Jahren Bücher lesen, genau. So wie wir über den Wilhelm II. Bücher lesen, ja, und wir werden sagen, was hat die Amerikaner dazu gebracht, so einen unfähigen Präsidenten zu haben? Also, ich bin natürlich gegenteiliger Meinung, und es ist unmöglich gewesen, die Amerikaner hätten ihm nie zugestimmt, dass er nochmal Truppen dort angeschickt hätte, ist einfach nicht gegangen. Aber ich frage etwas anderes. Jetzt haben wir eben das gar in Orlando mit Auswirkungen, die man noch nicht so kennt, eher Polls gehen rauf vom Trump, da, die ersten, die man gehört jetzt nach dem, was der war. Was passiert jetzt, wenn im Oktober jetzt wirklich der Abu Bakr al-Baghdadi einen grossen Anschlag macht, der klingt in Amerika, weil der Abu Bakr al-Baghdadi, der Chef von IS, der hofft natürlich auf den Präsident Trump, weil dann wären wirklich die Finden wären genau auf Augenhöhe, und dann würde Abu Bakr al-Baghdadi und IS könnten natürlich noch viel mehr profitieren. Das heisst, dass also die wichtigste Entscheidung, die man sich vorstellen kann, eventuell vom Klingen oder nicht Klingen von einem Anschlag irgendwie abhängt. Ja gut, jetzt vorher hast du gesagt, bei Joe Cox hast du gefunden, Brexit könnte ausgelöst werden dadurch. Dann müsstest du ja dann auch beklagen. Ja, ich beklage das auch. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es auch. Ich glaube es beim Fall Trump glaube ich es auch nicht, ob die Polls jetzt aufgegangen sind oder nicht. Ja, so ein Wahlkampf, und gerade beim Trump ist ja offensichtlich, das Phänomen Trump kannst du nicht innerhalb von 3 Monaten erklären und auch nicht besiegen oder auch fördern. Ich meine einfach, da so einen Anschlag. Da geht es um viel grössere Frustrationen, ja, die die Bevölkerung hat in Amerika. Es ist der Eindruck von einer Präsidentschaft, 8 Jahre von einem, der überall nachgegeben hat, sich nie in die Tür gesetzt hat, viel versprochen hat, nichts gehalten hat. Okay. Das ist Kritik. Völliger Unsinn, und der Donald Trump, der will, ja, völliger Unsinn. Ja, okay. Wieso? Ich kann nicht, das du sagst jede Woche, das ist ein Mantra, ja, von dir. Du sagst auch jeden Tag Unsinn. Er hat Wirtschaft aufgebracht, man hat noch nie, ja, so wenig Arbeitslosigkeit. Ja, wieso merkt denn das die Bevölkerung nicht? Wieso, ja, wählen sie jetzt einen, der sagt, jeder Trade-Deal ist nicht gut? Okay. Was hast du, wieso sind denn die Leute so unzufrieden? Wenn wir schauen, ob sie wählen. Wir haben ja Wettlaufen. Ja, der Sanders ist ja auch Ausdruck von dem, dass die Leute extrem unzufrieden sind. Ja, unzufrieden ist klar. Unzufriedenheit nähren, Angst machen etc. Das sagst du also auch über den Sanders. Was? Den Sanders findest du also genauso schlimm in dem Sinne? Nein, natürlich nicht so schlimm. Überhaupt, aha, nicht. Aber, mhm, der ist jetzt ja weg. Du weißt, wo er seinen Honeymoon verbracht hat, Bernie Sanders. Wo? Hast du das gewusst? Wo? Rate mal. Irgendwo im Appenzell. In der Sowjetunion. Ah, ist gut. 1988, okay. Vor der Wende, geht der Bernie Sanders in die Sowjetunion für seinen Honeymoon. Hättest du das je gemacht? Nein, aber da siehst du mal, das ist ein Theo Pinkus von Amerika. Gut, jawohl. Und Herr Trump, der liebt vor allem die Stadt Belgien und solche Sprüche und so. Stadt Belgien, hat er gesagt, das ist jawohl, Stadt Belgien ist eine schöne, ja, gut, Stadt. Aber du weißt ja nicht die Hauptstadt von Minnesota, oder? Minnesota? Ja. Lass mich jetzt nachdenken. Minneapolis, St. Paul. Sehr gut. Sehr, okay. Also, kommen wir zum zweiten Thema, kurz Werbung. Lieber IT-König, unser Netzwerk braucht dringend ein Update. Und auch mit der Firewall haben wir ein Problem. So, du hast ein Problem mit dem IT-Netzwerk. Ein Update soll Schaden und Sicherheitsvorkehrungen auf den neuesten Stand bringen. Leider habe ich jetzt keine Zeit. Wie viel Gold hast denn du dabei, damit ich dir sofort helfen kann? Hm? Lassen Sie sich kein Märchen erzählen. Wir von der Grafax IT Services bringen Ihre Infrastruktur zu fairen Preisen auf Vordermann und bieten Ihnen ein rundum sorglos Paket dazu. Besuchen Sie unsere Webseite www.grafax.ch. Grafax IT Services. Bei uns ist der Kunde König. Das Medienkonzept vom Bundesrat ist gekommen, lange ist das erwartet worden und so. Und kann man sagen, der Berg hat eine Maus geboren. Es ist genau so rausgekommen, wie man es erwartet hat. Es gibt ein bisschen Einschränkung für die SRG, aber im Prinzip einfach Business as usual, was Doris Leuthard hat verkündet hat letzte Woche. Ja. Nein, was ich noch interessant finde, ist schon die Plafonierung, oder? Sie sagen jetzt im Prinzip 1,2 Milliarden ist genug. Und das ist wirklich eine Plafonierung. Sie wollen nicht mehr geben. Das finde ich noch bemerkenswert. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht rein taktisch, wegen der No-Bilag-Initiative. Sie wollen dem Volk zeigen, ja, wir haben es schon verstanden. Aber immerhin, ich würde sagen, die SRG hat sich nicht gefreut über das. Das finde ich bemerkenswert. Und was ich aber gleichzeitig, und da sind wir hoffentlich gleicher Meinung, unerträglich finden ist, wenn der Bundesrat anfängt, über Fernsehprogramme nachzudenken, sagt, ja, ihr müsst ein bisschen weniger Unterhaltung machen, ihr solltet das weniger einkaufen, dann mehr Dokumentarfilme, ich weiss nicht was. Hey,
Ich meine, sind das Fernsehmacher? Haben wir die Leute im Bundesrat gewählt, dass sie unser Fernsehprogramm zusammenstellen? Das sind einfach politische Aussagen, um irgendwie Kritiker zu besänftigen. Ja, aber das zeigt doch das Problem. Ja, ich finde auch. Ich finde auch, und ich bin auch der Meinung, wenn man sagt, das, was die Privaten können machen, das sollen sie machen, nur den Rest essen geben. Das ist ein Unsinn. Die Privaten in der Schweiz haben rein aus finanziellen Mitteln oder Kleinheit vom Markt, Kleinheit von ihren Markt, gar nicht die Möglichkeiten, die grossen Sendungen zu machen, wie zum Beispiel Privatsender in Deutschland. Das ist etwas, was nicht wird passieren. Und darum glaube ich, dass das reine Lippenbekenntnisse sind, um irgendwelche Leute zu beruhigen. Gut, aber da bin ich nicht ganz gleicher Meinung. Also du kannst es besser beurteilen als ich, aber wie immer sage ich dann trotzdem etwas. Nein, aber schau, nein, ich glaube, eigentlich in der Deutschschweiz sollte es schon mehr Platz haben für private Anbieter. Aber und ich bin überzeugt, wenn die SRG nicht so unglaublich stark wäre und so gross, es gäbe die mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, vor 15 Jahren, wo du auch national gegangen bist mit dem Tele24, wenn die Rahmenbedingungen fairer gewesen wären, auch für die Privaten, wäre da mehr drin gelegen. Ja, natürlich, aber das war ein Window of Opportunity. Ja, könnte man wieder arbeiten? Nein, die Medienwelt hat sich verändert. Aber es ist doch jetzt billig, es ist doch billiger geworden, Fernsehen zu machen jetzt. Gewisse Sendungen nicht, ist einfach immer noch aufwendig. Und die grossen Sender, die wir haben aus Deutschland, die zwei Drittel vom Markt beherrschen, gegen die musst du antreten, musst du etwas Gleichwertiges machen. Oder sagen wir mal das Sportrecht. Wenn man die haben will, das kann ein Privatsender in der Schweiz nie refinanzieren. Ich habe noch auf die Einschaltquote geschaut, letzte Woche eben. Weil Kultur ist ja auch noch wichtig, was Bundesräte sagen. Also gleichzeitig ist Fußball gelaufen und Kulturplatz. Was meinst du, wie sind die Quoten gewesen? Ja, also Fußball hat ganz eine tiefe Quote. Genau. Kulturplatz ist dort Decke. Also, Fußball 40% Marktanteil, Kulturplatz 0,3%. Leck, ist das hart. Ist das hart? Das sind teure Aufwendungen. Ja, das ist hart. Aber und das könnten nie Private machen. Ja, da bin ich aber auch einverstanden. Da habe ich kein Problem. Ich finde, solche Sendungen dürfen wir subventionieren. Beim Sport finde ich eigentlich nicht. Okay. Ist nicht nötig. Du könntest Geld verdienen mit dem. Ja gut, dass du ein Sportmuffel bist, das wissen wir. Nein. Ich finde einfach, die Leute, die Sport so gerne haben, wie du, sollen etwas zahlen dafür. Also, gibt es das noch Aufwind für No Billag? Ich glaube eigentlich nicht. Weil das ist so extrem, da wird irgendwie nichts passieren. Ja gut, oder? Also meine, der Bericht liest ja niemand. Ich meine, das müssen wir dann auch wieder mal betonen. Das ist ein Bericht von etwa 140 Seiten, soviel ich weiß. Das ist einfach eine Zumutung. Okay. Meinen die eigentlich? Wir haben Zeit, um solche Blödsinn zu lesen. Ich finde das eine Zumutung, wie die Verwaltung uns zudeckt mit Papier. Fragen mal Parlamentarier. Das ist im Prinzip ganz eine klare Taktik, einfach mit sehr vielen Seiten die Beamten uns zudecken, dass wir nachher praktisch, ich meine auch Journalisten können ja das gar nicht mehr untersuchen, wenn du am Freitag den Text bekommen hast, 120 Seiten, also du meine Festmache irgendwie so viel, das kannst du gar nicht lesen. Also reden wir noch über Russland. Russland, ist das jetzt ein Schurkenstaat? Wir haben jetzt etwas Neues erlebt, zwei Sachen neu. Doping ist staatsmässig organisiert worden, systematisch betrieben worden, wie man es aus den früheren kommunistischen Staaten kennt, aus der DDR, ist nachgewiesen worden, vor allem auch in Sochi, hat man betrogen, beschissen, alles organisiert vom Staat, die sind jetzt ausgeschlossen worden aus RIA. Möglicherweise werden auch alle anderen Athleten aus Russland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Das hat der Herr Putin erzürnt. Dürfen wir das machen? Was, die ausschliessen? Nein, ausschliessen und den Herr Putin erzürnen. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Nein, das ist ja völlig klar, dass man die muss ausschliessen. Man hätte sich ja gar nicht mehr ernst nehmen können. Gleichzeitig muss ich sagen, wer gemeint hat, dass die Russen nach der Zeit der Sowjetunion nicht einfach weitermachen, der ist auch naiv. Ich würde behaupten, alle die ex-sowjetischen Staaten haben das weiterbetrieben, weil das ist ja etwas, das ist das Einzige gewesen, was sie neben dem Militär wirklich beherrscht haben. Aber sie haben wahnsinnig gutes Militär gehabt und sie haben eine gute Nuklearforschung gehabt und sie haben drittens Doping extrem in den Griff gehabt. Aber sie machen ja viele Sachen, die also einfach den Harzberg stehlen. Sie haben unglaublich viele staatlich finanzierte Hacker. Sie schicken Hooligans schicken nach Frankreich jetzt oder Meist, das ist, also ja. Ist der Staat, ist das bereit? Ja, das ist bereit. Und die sind auch noch irgendwie positiv bewertet. Hey, da 300 Russen gegen 4000 Engländer gut können schlägeln, etc. Und das geht weiter und weiter und dann greifen sie noch rasch Ukraine an, nehmen die Ostukraine, sagen, aber wir sind nicht dabei gewesen. Ja. Das sind irgendwelche Freiwillige bei der Krim, etc. Also es ist wirklich ein Schurkenstaat.
Ja, Schurkenstaat ist vielleicht ein bisschen starkes Wort. Das ist für mich der Iran oder so oder Nordkorea. Was ist so der Unterschied? So gefährlich finde ich jetzt Russland noch nicht. Aber gleichzeitig, und das sage ich jetzt als Historiker, Russland war immer ein Staat gewesen, der autoritär ist, undemokratisch, der auch bescheisst, wenn es geht. Da gibt es nur eins für den Westen: aufrüsten, wachsamer bleiben. Das macht man jetzt. Man hat jetzt gut, da eine Gruppe gemacht gegen die Sowjeten, weil vor allem im Baltikum und in Polen hat man Angst, aus historischen Gründen. Jetzt hat man 4'000 Mann angestellt, das ist ja eher ein bisschen symbolisch. Das kann ja nicht eine echte Truppe sein. Aber viele Leute sagen, unter anderem auch der Ex-Kanzler, deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder oder jetzt auch der Außenminister Steinmeier sagen, das soll man nicht machen, man soll ihn besänftigen und auch die Sanktionen zurücknehmen. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man darf den bösen Mann nicht noch mehr verrückt machen. Ja, gut. Also meine, ich finde, Russland ist nicht ein einfacher Partner. Und ich finde, das eine finde ich auch, ich finde jetzt auch nicht, dass die Russen, würde ich sicher, zum Beispiel was Krim betrifft, hätte ich anders gelöst, hätte ich geschaut, dass man etwas rausholt. Ich will es jetzt auch nicht unnötig provozieren. Gleichzeitig ist völlig klar, gegenüber den Russen musst du Stärke markieren. Und das heisst, Grenzen schützen, aufrüsten, klar machen, dass du bereit bist, das Militär auch einzusetzen, sich nicht gefallen lassen, dass die Hooligans schicken. Das können wir ja alles stoppen. Das könnten wir ja alles stoppen. Ja, aber das mit den Hackern wird schwierig. Also, dass die da im Cyberspace uns könnten noch terrorisieren. Ja gut, aber da bin ich auch überzeugt, dass der Westen andere Mittel hätte. Und dann die Propagandamaschinen, die sie haben, wo sie Leute haben, die das Internet manipulieren. Das ist doch so dumm, das würde ich jetzt gar nicht. Da würde ich jetzt mich... Also, nein, also mir macht es langsam Sorgen. Ja, das mit den Hooligans, musst du dir auch Sorgen machen. Hooligans, das hat mir also zu denken gegeben, wo da irgendein Sportminister oder andere gesagt hat, die sind toll gewesen, wie die da kämpfen. Aber noch eins, das klar ist, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, Russland sei ein einfacher Partner und vor Russland muss man Angst haben, immer. Russland hat auch sehr viel Krieg ausgelöst im 20. und im 19. Jahrhundert. Also, Russland ist ein autoritärer Staat immer gewesen. Das ist nicht gerade ein Schurkenstaat, finde ich übertrieben, aber es ist ein autoritärer Staat, der expansiv ist, wenn es geht. Und wenn man den nicht stoppt und zeigt, hey, wir haben auch etwas zu sagen, dann geht es nicht gut. Markus, grossartig. Wir sind da in dem Fall mindestens einmal. Die Russen sind ja so weit weg. Genau. Also heute Abend bei Schawinski, ein Kontrastprogramm zum Fußball, und zwar die Julia Onken, Bestsellerautorin, schreibt viel über Frauenthema mit vielen Ecken und Kanten, aber als Feministin hat sie sehr viel Übereinstimmung mit der SVP. Wie geht das zusammen? Markus jubelt da hinten. Nein, finde ich ganz eine gute Frage. Muss ich sagen. Ganz also, gute Frage. Heute Abend also bei Schawinski um 5:45 und die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Jetzt weiter, viel Spass im Programm da bei Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.